Wir haben eine komplette Tour. Also wir haben dieses Jahr 50 Bierzelte und haben auch so schätzungsweise 45 Fußballturniere. Dadurch, dass wir das letzte Jahr halt viel im Studio waren und viel umeinander, sind wir alle ein bisschen dicker geworden, ein bisschen behäbiger geworden. Und wir möchten auch mit der großen Fußballturnierserie einfach wieder fit werden. Heute ist der Startschuss zu einer zweijährigen Fußballturnierserie quer durch Bayern. Fußball für mich ist Gemeinschaft, Liebe und totale Verausgabung für den anderen Mann. Also Fußball, ja klar. Wir haben alle Fußballspieler irgendwie. Jeder hat mal Fußball gespielt. Und dann bei so einem Wahnsinns-Event, Petting gegen Labras Banda, da musst du aufkreuzen, da musst du mitmischen. Also ich war jetzt gerade in der Kabine und hab zu den Jungs gesagt, hey, wir können das gewinnen, stellt euch die Presse vor. Und so werden wir aussehen. Wir können das gewinnen. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir uns Unterstützung holen haben müssen. Wir haben einen Profi-Trainer, Markus Pappel ist unser Trainer. Hoffentlich konnte er noch irgendwas bewirken. Kann er sagen, nein, mach's nicht so, musst so machen oder irgendwas. Also auf dem Spielfeld wird Folgendes ablaufen. Der Markus Pappel wird uns die Anweisungen im Sekundentakt geben. Und wenn wir unsere Position gefunden haben, also dann wird es ein wunderbares Kombinationsspiel. Wir werden erst defensiv sein, sehr defensiv. Und dann kontern wir aus. Wir kontern die Bande aus. So läuft's. Man merkt die Begeisterung. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Luft für die 2x30 Minuten in der Veranstaltung. Wir sind, ich glaube, das können wir hier in der Runde so sagen, nicht Favorit. Das Gute ist, wenn man nicht Favorit ist, man kann nur gewinnen. Man hat nichts zu verlieren. Das schaffen wir. Ich bin überzeugt. Krass, putz mal weg. Ich sag das Petting gewinnt. Und wahrscheinlich mit 3 Tonnen Unterschied. Oder ich mach's ja so, dass mit 3 Tonnen Unterschied gewinnen. Uff, das schneiden wir jetzt raus. Nervös. Also die Petting haben alles aufgefahren, die haben sogar Eishockey-Helme drauf. Also wir wissen nicht genau, wie das ausgeht, wir probieren alles. Die Autos stingen in der Schlange, ich bin Spatro. Sie stingen Kilometer lang, ich bin Spatro. So zusammen 10 Minuten lang, ich bin Spatro. Da klingelt dann das Telefon, Chef fährt schon. Das sowas immer mir was ich bin Spatro. Ey, wie wart die bis zur Zeit, ich bin Spatro. War das geil?